Okay, schön. So. Hä? Hä? Was? Wie kommen wir... Was? Achso, muss ich jetzt... Nein, müssen wir nicht. Hä? Bin ich doof? Leute, bin ich doof? Wie komme ich hier wieder raus? Hä, bin ich dumm? Ah, lol. Alter, dieses Spiel manchmal, ne? Ich dreh durch, wirklich. Okay. Okay. Dieses Spiel manchmal, ich schwör. Ja, jetzt kommt... Jetzt kommen wir hier tatsächlich weiter. Wo sind wir jetzt rausgekommen? Dann würde ich nicht diesen Weg hier gehen wollen, sondern lieber den Weg hier. Besser ist das. Okay. Ich schätze, ihr versteht. Ihr versteht, warum ich lieber diesen Weg hier gehe. Okay, nice. Das ist doch bestimmt der nächste Bosskampf, oder? Krasser Scheiß. Da rechts wäre eine Emmy-Schleuse. Moment mal. Da rechts wäre eine Emmy-Schleuse gewesen. Aber... Wir könnten theoretisch auch durch die Emmy-Schleuse runtergehen, aber wenn wir die Möglichkeit haben, auch hier noch weiter runterzukommen und so ein bisschen abzukürzen, aua, wär ich fast dafür, das auszunutzen. So, was haben wir hier noch Schönes? Und Speicherraum. Oh, geilo, perfekt. Vor allem 200 GO, das sind 40 Events, geht doch. Ist schon ein bisschen heftig. Ist schon ein bisschen Spielzeit, die dafür drauf geht, ne? Aber. Ja. Okay, und hier müssen wir wieder in die Emmy-Zone und dann geht's runter. Wir versuchen runterzukommen. Wir versuchen. Wenn es denn überhaupt so leicht möglich ist mit dem Runtergehen. Bin mir noch nicht so sicher. Ob das so leicht klappt. Okay, hier kommen wir erstmal wieder durch. Shit. Wir bleiben hier erstmal verborgen. Ich hoffe nicht, dass der uns erwischt. Oh mein Gott, hau ab. Oh mein Gott, verschwinde bitte. Oh mein Gott. Und da links ist wieder eine Emmy-Schleuse. Nein, ich bin echt in ihm reingesprungen. Ich habe vergessen, dass wenn wir in dem Tarnmodus sind, nicht so weit springen können wie ohne Tarnmodus. Oh, fuck. Okay, aber es war eigentlich relativ... Ja gut. Jetzt ist er natürlich ein bisschen anders. Aber wenn wir uns beeilen, sollten wir das eigentlich schaffen. Dann brauchen wir nämlich hier auch gar nicht warten, sondern können einfach durchrushen. So, jetzt haben wir nämlich hier wieder ein bisschen mehr Ruhe. Das ist nämlich hier die Emmy-Schleuse. Emmy-Ventil. Ein Emmy-Ventil. Also kommen wir da noch gar nicht wirklich durch, ne? Okay, Und wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Unter so einer Tropfsteinhöhle. Da sieht das so ein bisschen aus. Auf jeden Fall ziemlich feucht hier. Oh, shit, was ist das? Oh, fuck. Die kann man nur mit diesem Erschuss besiegen. Wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Diese Gegner hatten wir bis jetzt noch nicht. Fuck, wir haben nicht mehr viel Leben. Leute, wir müssen aufpassen. Jetzt schickt ihr uns schon wieder in eine andere Welt, oder was? Okay. Aber diesmal machen wir nicht den Fehler wie im letzten Stream, sondern wir gehen rüber und es muss hundertprozentig irgendwo da weitergehen. Weil das ist
ist ja nicht umsonst alles, ne? Dieser Aufzug wieder in eine andere Welt. Wir kommen auf der rechten Seite nicht weiter. Man muss immer in die nächste Welt, da bekommt man ein Item zurück, die Emmy-Zone machen, wieder zurück, da irgendwas machen, dann kommt man weiter in die neue Welt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es immer so weitergeht bei Metroid. Verwirrend für jemand, der nicht so erfahren ist mit Metroid, aber es ist cool, es macht Spaß. Willkommen in Burenia. So, dann schauen wir doch mal, wo wir jetzt hier weiterkommen. Oh shit. Die saugen einen ein, die Viecher. Da müssen wir aufpassen, dass die uns nicht mal erwischen. Oh, was? Ah, das sehe ich doch, dass man hier die Blöcke kaputt machen kann. Als ob das jemals vorkommen würde, dass wir denken, es geht hier nicht weiter, obwohl man Blöcke kaputt machen kann. Ich bitte euch. Sowas kommt doch niemals vor. Wäre ja echt peinlich, wenn sowas mal vorkommen würde. Zum Glück kommt es halt nicht vor, ne? So, immer mal alles ausprobieren hier. Okay. Aber ich finde es interessant, dass Samus anscheinend die Luft unendlich anhalten kann. Oh shit, da oben, den hätte ich fast übersehen. So, oh shit. Ey, die sind aber auch schwer zu sehen, ne? So. Okay, mit einem Schuss war der jetzt auf einmal tot. Eigenartig. Aber nehme ich gerne so an. Auch wieder sehr mysteriös hier bis jetzt dieses Land, diese Welt oder was auch immer man... Dieser Planet, ich weiß, Raumschiff, keine Ahnung, wo wir hier sind. Stirb halt da oben. Mache ich dem überhaupt Schaden? Die wir halt auch gar nicht treffen. Können wir die überhaupt kaputt machen? Ich weiß es nicht. Bevor wir hier so viel verballern, lassen wir den Laser einfach leben. Scheißegal. So. Oh. Wir bekommen da wieder was Schönes. Oha. Die unteren Ebenen von Burenia sind größtenteils überschwemmt. Du wirst deine Gravity Suit benötigen, um dich dort so effizient wie möglich fortzubewegen. Fähigkeiten wie der Grapple Beam oder der Space Jump können dir dabei helfen, dich unter Wasser fortzubewegen. Versuche sie so schnell wie möglich zu erlangen. Ja, dafür bin ich schätze ich mal hier, ne? Auf Burenia werden wir vermutlich dann diese Fähigkeiten bekommen. Oh shit. Oh, was? Was, was? Shit. Hallo! Haut ab! Okay, das ist neu. Da müssen wir nochmal schauen, wie wir die denn am besten besiegen. Ich schätze mal, es geht unten weiter. Ich bin mir nicht so sicher. Nö, wir können uns hier nochmal aufladen. Okay, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Aber leider nur Munition. Leider kein Leben. Ein bisschen mehr Leben wäre im Moment auch nicht verkehrt, ne? Aber ich finde das voll geil, dieses Design hier. Und diesen Planeten, wo wir hier gerade sind. Gefällt mir gut. Was hat uns das denn jetzt gebracht? Ich habe keine Ahnung. Ah, schaut mal, hier ist wieder irgendwie so eine neue Barriere oder sowas, ne? Brauchen wir dafür vermutlich auch irgendwie... Achso, irgendwie wieder eine neue Fähigkeit oder irgendwas, um da weiterzukommen. Könnte ich mir vorstellen. Ah,
Ja, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich daran hangeln, ne? Achso, hier oben gibt es nur ein Item. Dann nehmen wir uns das Item nochmal mit. Und dann gehen wir unten weiter. Und was macht ihr so Schönes? Seid ihr schon am PC oder seid ihr noch im Bett? Oder was macht ihr so Schönes? Hier brauchen wir die Bombe, oder? Okay, die Bombe brauchten wir einfach nur für... Hä? Achso, jetzt kommen wir sogar da oben lang. Ich verstehe. Müssen wir kurz... Oh mein! So, jetzt müssen wir uns beeilen. Nein! Oh, fuck you, Alter! Okay, Beeilung, Beeilung, das muss schneller gehen. Das muss schneller gehen! Nice! Am PC, Trockenkuppe farmen, das Einzige, was ich noch für Band 2 brauche. Nice! Ihr seid also schon... ihr seid also schon... auf den Beinen, oder eher gesagt, auf dem Stuhl. Und... zockt ein bisschen. Was macht die Lisa? Marcel spielt Guild Wars. Und Lisa, was machst du? So. Ja. Bis jetzt ist die Welt aber gar nicht so gefährlich, was mir natürlich sehr gut gefällt. Wir haben auch Leben schon wieder komplett aufgefüllt. Das ist nice. Oh, oh. Yep, das war klar, dass er... Oh, shit, der hat uns auch schon anvisiert. Das habe ich jetzt nicht so gesehen. Hey. Nein. Nein, was? Ich wollte... Nein, 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 nein. Och, wie unfair. Ich wollte das... Oh. Ich wollte das Item. Und gucken, was es hier noch gibt. Also, Moment, Moment, Moment. Immer mit der Ruhe. Wir kommen ja hier noch easy vorbei. Easy vorbei, habe ich gesagt. Wir müssen aber auf jeden Fall rechtzeitig springen. Hä? Hey, geht das nicht? Kommen wir da noch nicht lang? Ist das normal? Doch. Ah, nein. Okay, das ist extra so. Dass wir da noch nicht hinkommen. Okay. Dann lass uns einmal aber schauen, was es nochmal da oben gab. Wenn wir dann da überhaupt schon hinkommen. Ja, kommen wir. Nee, so nicht. Fuck. Okay, Moment. Schaffen wir das irgendwie? Kommen wir da irgendwie schon lang? Nee, ne? Okay, ich glaube nicht. Dann lasst uns erstmal hier unten weitergehen. Dann bekommen wir noch irgendwie eine Fähigkeit mal, damit die Steine nicht kaputt gehen oder so. Ja, ich habe die Schleuse da vorhin gesehen, aber ich wollte mal kurz gucken, was es hier so gibt. Schon wieder sowas. Okay, keine Ahnung. Wie wir da durchkommen sollen. Okay, wir sollten, weil die Ebene gar nicht mehr wirklich so groß ist, sollten wir einmal kurz gucken, was es hier in der Schleuse gibt. Bestimmt einen Speicherraum. Ja, 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 ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Okay. Wartet auf das Genshin-Update. Lesen. Lesen? Wie lesen? Und wartet auf das Genshin-Update? Okay. Hast du... Oh, fuck. Hast du mal wieder Bock auf Genshin? Oh, fuck. Alter, dieses fies... Diese fies... Ich weiß nicht... Achso, wir müssen weiter mit den Raketen arbeiten. Das ist am besten gegen die. Aber Alter, die Viecher sind gefährlich. Krasser Scheiß. Ups. Ah, da kommen wir sowieso noch nicht weiter, da unten. Ja, wir müssen erstmal hier lang. Was sind das für Viecher? Die haben wir auch noch nicht kennengelernt, oder? Okay. Was, was, was? Hey! Okay, hier wird es jetzt nicht mehr lange dauern, dass wir... wahrscheinlich diese Fähigkeit bekommen.
dass wir im Wasser schwimmen können. Also nicht springen müssen, sondern dieses Gravity halt verlieren. Weil anders kommen wir hier sonst nicht mehr weg. Ja, es muss so sein. Ja, 100 Pro. Ansonsten haben wir nämlich keine Chance mehr, hier wegzukommen. So langsam gehen die Spiele aus. Dann müsst ihr euch einfach noch mehr kaufen, oder nicht? Ich weiß nicht. Klingt irgendwie so, ne? Dass man sich dann halt noch mal ein paar kaufen muss. Okay. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Oder wir arbeiten uns irgendwie anders nochmal hier rauf. Ne, hier sind wir jetzt erstmal ohne Wasser wieder. Okay, lass uns in Ruhe. Ne, jetzt kommen wir in den Raum, den wir gerade von da unten schon gesehen haben. Also hier müssten wir jetzt irgendwas bekommen. Oder kommt erstmal noch ein Bossfight? Das kann natürlich auch sein. Oh, was passiert jetzt? Ist das der Gravity-Würfel? Dass wir jetzt keine Schwerkraft mehr unter Wasser haben. Ich glaube, das ist so. Flash Shift erhalten. Okay. Nee, was ist das? Mit dieser für den Kampf geeigneten Ion-Fähigkeit kann sich Samus blitzartig über eine bestimmte Distanz nach vorne oder nach hinten bewegen. Halte bei voll aufgefüllten Ion A gedrückt, um den Flash Shift einzuleiten. Neige dann L nach links oder rechts, um sich blitzartig in die entsprechende Richtung zu bewegen. Alternativ hierzu kannst du auch A drücken, während du dich mit Hilfe von L bewegst. Diese Fähigkeit ist auch in der Luft einsetzbar. Wenn du direkt nach deinem ersten Flash-Shift jeweils A gedrückt hältst und L zur Seite bewegst, kann Samus direkt bis zu zwei weitere... Was? Uah. Wenn du direkt nach deinem ersten Flash-Shift jeweils A drückst, hältst... gedrückt hältst und... L zur Seite bewegst, kann sich Samus direkt bis zu zwei weitere Flash-Shifts ausführen. Okay. Der Einsatz eines Flash-Shifts leert die Ion-Anzeige komplett. Die beiden zusätzlichen Flash-Shifts verbrauchen keine Ion. Okay, alles klar. Ah, so kommen wir durch... I see. So kommen wir durch diese Plattform und so sind wir schon wieder... Teleportal grün? Das heißt, wir müssen jetzt aber nochmal hier hin, ne? Zugang verschlossen. Rollladen. Rollladenplattform. Rollladen. Okay. Okay, Moment, dann lass uns einmal kurz schauen. Aua. Aua. Was es hier nochmal gab. Aber so kommen wir auch an das Item, ne? Oh shit, wartet. Ah, muss man dabei drücken. Energietank um maximale Energie um 100. Boah, geil. Jetzt haben wir schon. Oh shit. Jetzt haben wir schon drei oben diese Energiebalken, ne? Wir bekommen so viel Leben, das ist nice. Jetzt lass uns einmal kurz schauen, was wir hier noch haben. Jetzt kommen wir nämlich auch hier weiter. Hä? 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 Warum nicht? Ah, zu spät gedrückt. Okay. Zugang verschlossen. Teleport. Ne, wir müssen erstmal hier lang, oder? Ich weiß nicht, stelle ich mich nur so doof an oder ist das Spiel auch für euch? Also ich weiß ja, dass Marcel und Lisa, ihr kennt ja auch Metroid nicht so wirklich. Hatten zwar mal auf der Wii einen Metroid, aber nie wirklich gespielt. Ist das nur für mich verwirrend, weil ich doof bin? Oder ist das Spiel halt wirklich verwirrend? Wenn man sich nicht so mit Metroid auskennt. Aber irgendwie ist es cool, weil man sich die ganze Zeit so denkt so, das kann doch nicht sein, irgendwie voll verwirrend, ist man hier richtig? Aber irgendwie kommt man dann am Ende doch immer weiter.
Aua. Unter Wasser geht das aber nicht mit dem... Okay, ich verstehe. Unter Wasser können wir jetzt diesen Flash-Dingsbums nicht einsetzen. Ah, hier haben wir das hier, ne? Genau. Aua. Okay, Moment. Ne, hier gibt es aber kein Durch... Ne, hier ist nichts mehr, ne? Wir mussten hier lang. Okay, hier ist sogar schon... alles aufgibt, aber Moment. Ich habe auf der Wii schon gezockt, aber schon zu lange her. Ne, irgendwas gibt es hier noch. Ah, noch ein Item. Aber wir kommen hier noch nicht lang. Das Item bekommen wir auch erst später. Wir kommen hier noch nicht hoch. Wir brauchen dafür diesen Gravity-Dingsbums. Sonst kommen wir an das Item nicht ran. Okay. Ja, Marvin sagt noch Games an. Ich soll euch Games sagen, die man spielen könnte. Boah. Ich weiß nicht. Hä? Hm? Wofür... Hä? Moment. Wofür haben wir das denn gemacht? Hm? Wofür haben wir das gemacht? Wir kommen hier ja eh nicht hin. Hä, das funktioniert so nicht. Was? Wo müssen wir denn jetzt lang? Wir waren doch jetzt schon fast überall. Wir haben das Wasser hier steigen lassen. Ich hab schon verstanden, aber was bringt uns das? Ah. Ah, das bringt uns das. Okay, never mind. Nice. Okay. Jetzt gehen wir mit dem Flashlight nämlich wieder zurück, weil es da auch noch so ein paar Rollläden gab, wo wir jetzt wahrscheinlich weiter müssen, um dann irgendwie zu der Zentraleinheit zu kommen. Könnte ich mir so vorstellen. Ich hab mir nicht, wie ich jetzt auf diese Melodie komme, habe ich irgendwie gerade im Kopf gehabt. So, wieder ein Dairon. Hä? Okay, irgendwie hatte ich das anders im Kopf. Jetzt sind wir schon direkt hier bei der Zentraleinheit. Hä? Hä? Irgendwie hatte ich das anders in Erinnerung. Okay. Wo geht's denn hier lang? Oh oh. Gut, wir kommen hier nicht lang. Okay, wir kommen da gar nicht lang. Ich dachte, wir hätten da vielleicht noch irgendwie ein Secret oder irgendwas. Aber nö. Aua. Wir müssen einmal hier lang, okay. Jetzt schon wieder diese komischen Viecher. Wow, what the fuck? Ach, den können wir... Ja, okay, die können wir dann kontern oder parieren oder wie es auch immer heißt. Und so dann mit einem Schuss töten. Das ist gut, weil die echt viel tanken. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt kommen wir hier wieder in die Emmy-Zone. Aber ich muss einmal kurz pinkeln. Das heißt, wir...